Ja, gleicher Versuch, aber ein anderer Schläger. Okay. Und besseres Ergebnis. So, für alle, die ihn nicht gesehen haben. Richtung stark auf alle Fälle. Länge auch gut. Jawohl, Wahnsinn, Schuss vom Andi. Super für die Chance. Geht schon. Ja, geht schon, ja. Schaut nicht schlecht aus. Guter Schuss. So Larry, Par 5. Es geht jetzt richtig rund. Hammer Time. Par 5 ist das. Par 5 ist das. Um wie viele Skins geht's, Larry? Drei, um vier. Um vier, genau, so ist es. Es geht um vier Skins, Larry. Jetzt kannst du berühmt werden. Und da es ein 6-Loch-Match ist, vielleicht sogar schon zum Sieg mit vier Skins. Ja, ganz sicher, der die Skins holt die Info. Richtig. Hoch verlieren du es auf jeden Fall nicht mehr. Ja, super Drive, genau wie den Bunker. Ja, in den Bunker. Gekommen. Andi, die sind weit genug weg, hoffentlich. Man kann Andi nie einschätzen, ob es ein Monsterbrett wird. Oder 120 Meter. Ja, schon mal kein schlechter Strich. Sehr guter Drive. Ein wilder Teufel. Das ist gut. Mit der Bahn. Mit der Bahn. Schade, dass ich ihn nicht ganz getroffen habe, aber den nehme ich immer. Das sind aber richtige Luxusprobleme, gell? Larry hat genau 200 Meter Rest, Eisen 8 aus dem Fairway-Bunker, Ball ins Spiel bringen und dann mit dem dritten wieder Richtung Grün attackieren wäre, glaube ich, der Plan bei Larry. Jawohl, nur nicht in den nächsten Bunker, deshalb vielleicht Richtung Fahne wäre auf alle Fälle sinnvoll. Ist das so? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, ich habe das noch nicht gemacht, glaube ich. Ganz normaler Schlag und Ball leicht zum rechten Fuß legen. Guter Schuss. Weil damit triffst du zuerst den Ball und danach erst eben den Sand. Super Schuss. 202 Meter. Was ist der Plan von Mitte Fairway? Auf die Fahne ganz hinten am Grün. Schwere Fahnenposition. Es wird wahrscheinlich aufgrund der Kälte ein ganz, ganz gemütliches Hybrid werden. Sollte normalerweise passen. Eisen 4 geht sich, glaube ich, nicht aus. Bei 15 Grad. Und Sonnenschein. Ja, Linie richtig gut. Treffer, musst du kommentieren. Okay. Treffer, okay. Er war sogar zu weit. Ja, aber nicht. Knapp hinterm Grün auf die Fahne ganz hinten. Ist okay, ist okay. Werden wir schauen, was da herauskommt. Da werden wir schauen, mal schauen. So, Andi, wie viel Meter Rest? 187. Okay, Eisen. 5. 5. Die gleichen Begründung wie du. Leicht links. Länge sollte gut passen. Ja, aber da ist der Bunker leicht links. Und da ist er drin. Im Sand Trap. Im Sandhindernis. So lässiger Larry, was kommt? Beaching Wedge, 113 Meter. Beaching Wedge, 113 Meter, jawohl. Go. Doppeltes Go vom Andi und von mir. Anfang grün ist er, Richtung war top, Larry. Bar abgesichert normalerweise. So, der Andi schaut sich die Balllage an. Ja, mäßig. Mäßig erfreut. Wegen der Lösung müssen wir finden, das ist ja nichts. Schlag Nummer 3 aus dem Grünbunker auf dem Par 5. Ja, machen wir da. Würdest du es Pro machen? Sandwedge, der Standardbunkerschlag, der geht, Andi. Das Par traue ich dir auf alle Fälle zu. Das Par wird aber zu wenig sein. Oh, ja. Der ist lang. Da hinten ist er. Und damit steigen die Chancen für mich. Ein wenig, zumindest. So, Larry, are you ready? Da ist er. Aber leider keine Fahne in Sicht. Die ist nämlich da drüben. So, Andi mit dem langen Putt zum Birdie. Wäre vielleicht gar nicht so unwichtig. In Anbetracht dessen, dass ich einen kurzen Chip zum Eagle habe. Da kommt er, da kommt er. Oh, super Putt. Geschenktes Paar, Andi. Auch Larry mit dem Putt zum Paar. Aus kurzer Distanz, 20 Meter. Da ist er. Auf alle Fälle mal nicht zu langsam. Da stehe ich, aber nicht die Fahne. Während der Philipp noch seine Marke ausbessert, schauen wir uns einmal die Balllage an. Die ist jetzt natürlich okay. Auch nicht gerade ideal für einen Eagle-Chip. Aber mal schauen, wenn einer damit umgehen kann, dann eher. Ja. Den kann man machen. Machbar, aber für vier Skins nicht geschenkt. War nach dem
sehr guten zweiten halt zu befürchten, dass das jetzt kein Doppelbogey wird. Aber uns würde das Paar ja auch reichen. Aber das lässt er sich nicht nehmen und mit vier Skins haben wir einen deutlich führenden in unserem Wettstreit. So. Das nächste Loch, ein 325 Meter langes Paar 4. Ehrlicherweise kommt mir der Spielmodus eben heute zugute. Trotzdem voller Angriff mit dem Driver. Ja, aber mit einem Fairway-Splitter kann man leben. Kann man da eigentlich schon durchziehen, befreit. Yes, Andi mit dem kleinen Hölzchen, einem Holz 3. Wirklich ein bisschen zu schmal in der Treiberlandezone. Muss das Holz 3 auch reichen. Lieber einen sauberen zweiten als einen Drop. Lieber einen sauberen zweiten als einen nassen vierten. Sage ich und slice mein Dreierholz. Ja, guter Schuss, genau wie den Bunker. Sollte ganz gut passen. Ja, und auch Larry greift mit dem Driver an. Tiet extra rechts auf, damit das Loch ein wenig schwieriger wird und die Bäume rechts ins Spiel kommen. Ja, der ist gut. Die kleine Kurve. Sollte aber ganz gut passen. Was bleibt über, Larry? 107 Meter. 107 Meter und das spielst du mit? Ja, eigentlich mit Pitching, weil schon gerade vorher hat das nicht so funktioniert. Jetzt soll es klappen. Ja, schauen wir mal, was da falsch war. Schlag hat sich vorher nicht so schlecht angefühlt eigentlich. Nicht ganz perfekt getroffen, ist er lang genug. Gerade eine Spur zu kurz. 92. 92 Meter, 10 Uhr, Gap Wedge. Ja, direkt schlank geworden. Spur zu kurz. Vielleicht links von der Fahne, ja, guter Schlag. Andi mit seinem zweiten Schlag aus ähnlicher Distanz. Guter Schuss, auch am Grün. Und da sind die Birdie-Butts unterwegs. Andi, mit dem kurzen Butt zum Birdie, was sind deine Gedanken? Warum habe ich nicht Eisen mehr genommen mit zweiten? Guter Gedanke. Aber jetzt geht's um den Putt. Geht's um den Putt. Gibt's nur mehr einen Fokus. Tempo noch irgendwie. Ja, leider weder Tempo noch Richtung. Jetzt Larry aus ähnlicher Richtung, aber schaut sich trotzdem nochmal genauer an, was da passiert. Er wird von rechts nach links sprechen. So viel kann ich verraten, Larry. Ordentlich. Aber ordentlich sogar, sagt er. Nur bei deinem Part, Andi. Und jetzt Larry mit dem Part zum Birdie. Go! Schade, der hopst herum. So, jetzt natürlich kein wesentlicher Nachteil, dass du die Linie zweimal dir anschauen hast können. Ja, er sollte von rechts nach links brechen. Das ist jetzt, glaube ich, auch für die Zuschauer kein Geheimnis mehr. Tempo ist die Frage. Da helfen mir eure Parts aber auch nicht viel. Zu weit links. Er war im Tempo zumindest lang genug. Okay, könnte man uns ja schenken. Larry nimmt sich ein Herz. Super, Larry. Mutig auf den Stock und wichtiger Putt. Und jetzt Andi mit dem Putt zur Teilung. Und damit es beim nächsten Loch um zwei Skins geht. Jetzt. Larry, drückst mir sicher die Daumen, oder? Nein. Nächsten Loch geht es um zwei Skins. Wichtig. Richtig wichtig. Sonst echt keine Haverer. Ja, das ist so. Heute mein Gern hat nicht. Jetzt lacht's noch. So, das letzte Paar 355 Meter. Wer noch nicht auf den Gefällt mir Button gedrückt hat, kann es jetzt machen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann nochmal den Angriff von mir anschauen mit dem Eisen 7. Aus 755 Meter auf die hinten gesteckte Fahne. So, jetzt haben wir drauf gekommen. Müsst du wohl keinen rechts wegjagen, oder? Ja, der. In der Richtung wäre er schon sockettiert. Dann wird er nicht so lang. Ja, dann sockettieren wir nicht. Bislang habe ich alle auf der Spitze getroffen. Du hast beide außen getroffen heute, ich will es nicht verschreien. Cheers! Passt schon, Larry, beruhig dich wieder. Ah, das hat weh. Guter Platz. Oder zweit. Na, liegt gut neben der Fahne, glaube ich. 2 Meter rechts. Tu nur, Andi, tu nur. Eisen 8? Eisen 8, genau so ist es. Guter Plan. Aus meiner Sicht auf alle Fälle. Super Schuss auch. Ja, Bogey safe eigentlich, mit 3 Putts. 3 Putts und das Bogey ist in der Kamera. Es rappelt in der Kiste, Larry. Welcher Schläger kommt bei dir? Eisen 7. Eisen 7. Ich hoffe einfach, dass ich einen Golfschlag mache. Golfschlag, richtig. Wird jetzt kurz sein. Sonst wird aus dem Bunker gespielt, genau.
oder rechts vom Bunker. So, Larry mit dem Reed und dem Chip, 50 Grad. Chip mit seinem 50 Grad Wedge zum Birdie. Treffen tut er sich richtig fein. Ja, so schlecht war der nicht. Gut so lang, die Chance hast du ihm gegeben. Ja. Andy mit dem wichtigen Putt zum Birdie. Der wichtigste heute, würde ich sogar sagen. Shades off. Shades off. Kurzzeitig zumindest. Und da kommt der Platscher auf der Nebenbahn. Ball versenkt. Wann fährt der nächste Ball im Hintergrund ins Wasser ein? Das ist jetzt die Frage. So nicht? Ich glaube gar nicht, oder? Leider, aber ein geschenktes Paar in der Tasche ist besser als das Bogey oder den Ball am Kopf. Legendary Larry mit der Angst vor dem Paar oder was? Nach dem Ball am Schell. Ich glaube, haben schon alle abgeschlagen bis safe. Nur vor dem Paar brauchst du keine Angst haben. Ich schaff's nie. Trash Talk on. Hälfte hast. Geschenkt. Erst geschenkt. Zu vier. Nice Kick. Und natürlich krönt er sich zum alleinigen, zum Champion, ungeschlagenen Champion heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren nicht vergessen. Schönen Abend noch, ciao.